Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie man Displays zerlegt, sprich Display-Frontrahmen entfernt. Das ist immer dann notwendig, wenn man ans Display muss oder an die Scharniere bzw. an die Rückwand. Da gibt es verschiedene Konstruktionen. Da zeige ich euch heute einfach mal ein paar. Im ersten Fall Lenovo G50, der einfachste Fall. Nirgends verschraubt, der Frontrahmen ist einfach nur aufgeklipst. Sind neben Schrauben. Das Entfernen ist relativ einfach. Mehr oder weniger. Jetzt. Ganz wichtig, mit Gefühl rangehen, damit die Verriegelungen nicht brechen. Wie sehen die aus? Verriegelungen, die diese haben, die dann im Display in die entsprechenden Gegenstellen greifen. Ein, zwei verliert man immer. Das ist doch kein Problem. Nur wenn alle weg wären, hält der Frontrahmen nicht mehr. So, in diesem Fall wäre es jetzt soweit. Ich kam ans Display ran, kann das Display tauschen, hinterher wieder aufklipsen, fertig. Wie gesagt, der einfachste Fall. Es gibt deutlich kompliziertere Varianten, die ich euch jetzt zeigen werde. Nächste, das ist ein Lenovo Flex 14 in diesem Fall, 14 Zoll Touch. Da sieht man schon hier Verschraubungen, die durch Kunststoffklebestellen abgedeckt werden. Die müssen runter. Die Besonderheit beim Touch-Display ist, dass sich in der Regel die Frontrahmen nicht trennen lassen, weil das Display, der Touch und der Frontrahmen eine Einheit bilden. Sprich, die Sachen gehen von hinten auf. Die Rückwand kann abgenommen werden. Auch hier wieder. So. Und dann die Schrauben rausnehmen. Sehr interessant. Im Prinzip nehmen wir auch einen Frontrahmen ab, nur dass an diesem Frontrahmen jetzt alles dranhängt. Touch, Display und Front fest verklebt und vernietet. Das heißt, lässt sich einzeln nicht tauschen. Wobei hier jetzt durchaus die Rückwand, man kann an die Scharniere ran, man könnte jetzt hier die Rückwand tauschen. Einfach hier abschrauben, Antennen umbauen und dann die Rückwand tauschen. Nur das teure Teil hier gibt es nur als Einheit. Als letztes ein Asus aus der F55V-Serie. Da ist der übliche Weg auch über diese Verschraubung an der Front. Die werden abgenommen.
fertig. Auch hier kommt man dann anschließend wieder an alle Bauteile ran. Kamera, Kabel, Scharniere, WLAN-Antennen, alles innen drin. Jetzt kommt noch ein Spezialfall. Es gibt auch Displays, die kann man gar nicht öffnen. Oder wenn sie offen sind, sind sie kaputt. Ich zeige euch das mal. Das ist eine komplette Display-Einheit aus dem Asus UX31. Wird so geliefert, mit Rückwand, voll verklebt, Scharniere, Displaykabel, alles komplett. Wir haben natürlich auch probiert, diese Dinger aufzumachen. Sogar mit Erfolg. Nur hilft das letztendlich nicht weiter. Hier haben wir das Beispiel. Dieses Display besteht nur aus einer Glasscheibe und verschiedenen Folien, die einfach in die Rückwand eingelegt werden. Man kann zwar dieses Display kaufen, Alibaba hat alles, hilft einem nicht weiter, weil man diese Einheiten nicht staubfrei tauschen kann und die Beleuchtung so blöd gemacht ist, dass es hinterher nicht richtig funktionieren wird. Die Beleuchtung bei dem Gerät des Displays befindet sich hier unter dieser Folie. Und wird nicht mit dem Display zusammen montiert, sondern muss getrennt montiert werden. Technisch nicht möglich. Aus diesem Grund haben wir aufgegeben, diese Display-Einheiten zu kaufen. Oder diese Displays zu kaufen und verkaufen nur noch die kompletten Display-Einheiten, weil es technisch nicht möglich ist. Das lässt sich zwar öffnen, gar kein Problem. Sie sehen, das ist fast ohne Malesten offen, ein bisschen verbogen hier. Die Klebefolien, das könnte man alles wieder verwenden, das wäre nicht das Problem. Aber das eigentliche Display, das Glas, nicht zu tauschen. Nicht mit normalem Werkstattaufwand.